Ja, hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Suited Gamings. Ich freue mich, dass ihr reinschaut. Ich habe mir überlegt, heute ist der perfekte Zeitpunkt, um mal zu demonstrieren, was ich eigentlich mit meinen Suited Gamings in Zukunft vorhabe. Und ja, jetzt seht ihr eins dieser Beispiele. Und zwar starte ich zum ersten Mal tatsächlich das Spiel Horizon Chase Turbo. Das sieht mir von den Bildern, wie ich sie bisher gesehen habe, aus wie ja fast schon ein Klon aus vergangenen Tagen, aus den 80er Jahren. Und zwar habe ich im Kopf das Videospiel Outrun. Ich kenne es vom Sega Mega Drive. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war Sega exklusiv. Und da ich das jetzt zum ersten Mal spiele, müsste ich mal kurz in die Menüs gehen und gucken, ob man da irgendwas ändern möchte. Aber viel einzustellen gibt es nicht. Es klingt jetzt sehr hypothetisch alles, was ich erzähle. Ich habe mich nämlich gar nicht schlau gemacht. Ich kenne das Spiel wirklich nur von ein paar Bildern aus dem Trailer quasi, als Sony es beworben hat, als es umsonst im PlayStation Network war. Ja, und eben von den paar Screenshots im PlayStation Store. So, und ansonsten ist hier alles zu, warum auch immer. Ich muss anscheinend in der Kampagne erst ein paar Rennen schaffen, um dann auch hier diesen Spielplatz und ein Turnier- und Ausdauerlauf freizuschalten. Na gut. So, was haben wir? World Tour und Summer Vibes. Das klingt ja schon mal ganz geil, ist allerdings nur frei, wenn man es kauft. So, und dann gibt es hier verschiedene Orte auf dem Globus, an denen wir wohl mit Rennen teilnehmen können. Starten in Kalifornien. Schon mal ganz cool aufgebaut, muss ich sagen. Ich mag diesen Polygon-Look. Der erinnert mich extrem an die 90er. Also eigentlich der Zeit voraus, denn Outrun war, glaube ich, sogar aus den 80ern noch. 88 oder so, 89. Auf jeden Fall ein ganz alter Arcade-Racer, den es auch am Automaten gab. So, und ich würde sagen, wir starten tatsächlich einfach mal in San Francisco. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwartet, wie viele Strecken es gibt. 3 Runden. Geile Fahrzeugnamen, der Kreuzer, die Unendlichkeit und ganz viel gesperrtes Zeug. Okay, dann würde ich sagen, machen wir es ganz klassisch mit so einem Kreuzer. Sieht aus wie ein Lamborghini oder Ferrari. Gelb, das passt. Ich behaupte mal, das wäre ein Lamborghini. Okay, das Coole ist, man kann es mit dem Stick ganz präzise spielen. Ups. Oder mit dem Steuerkreuz, ganz oldschool. Also es bringt sofort das Flair der 80er und 90er rüber. Das kann man nicht anders sagen. Und es läuft ein Timer runter? Nee, was ist das überhaupt gewesen? Ach, die Platzierung, okay. Okay, auch die musikalische Untermalung ist gar nicht schlecht, fast zu peppig. Aber bringt genau diesen 80er-Jahre-Charme rüber, das muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Was mir nicht so gut gefällt, ist tatsächlich hier wiederum der Polygon-Look, denn der passt eigentlich nicht in das Spielgefühl, denn das vom Gameplay und von der Optik, wie die Strecke sich bewegt, und dass eigentlich die Strecke sich bewegt und nicht das Fahrzeug. Das ist typisch 80er und ja, Anfang 90er auch. Und später ist es für meinen Geschmack Spiele wie Daytona USA, Sega Rally oder davor, wenn wir schon beim Polygon-Look sind, auch Virtua Racing. Für denjenigen, der das ein Begriff ist, sind halt ja, Sega-Klassiker, die es auch an Automaten gab.
Und bei Virtual Racing vor allen Dingen sah das optisch genauso aus wie hier, was die Polygon-Grafik betrifft. Also da hatte man auch so ein Polygon-Look einfach. Fünfter bin ich geworden. Das ist ja mittelmäßig gut. Ich glaube, ich habe zu selten den Turbo benutzt. Das ist doch schon mal ganz geil. Ich bin anscheinend nicht der Einzige, der das Spiel spielt. Ich habe zwei Freunde, die das auch spielen. Und global auf der ganzen Welt bin ich nicht unter den Ersten. Welche Überraschung. Was mir hier nicht gefällt, ist, dass man nicht sieht, wo man selber steht. Das ist doof. Doch, sieht man ganz unten. Ah, okay. Platz 4094, das geht eigentlich. Bin unter den Top 5000. Also, ich bin zufrieden. Okay, hier sammelt man also Token und Benzin. Ich weiß nicht, wofür das genau ist. Das wird sich dann zeigen. Okay, das wird in Punkte umgewandelt. 46 habe ich jetzt. Das war ja ein ganz netter Einstieg. Ja, und wo war ich stehen geblieben? Sollen wir mal direkt weitermachen in Frisco? Die steinige Straße, komm. Ich habe jetzt auch keine Handbremse gefunden. Also ich glaube, es gibt keine. Jetzt nehmen wir mal rot. Was wollte ich sagen? Genau, also erinnert mich an Virtual Racing aus der optischen Sicht, wenn es hier zum Beispiel, wenn man die Bäume so sieht. Das ist so mega kantig. Passt eigentlich aber nicht ins Bild, wie die Fahrzeuge aussehen. Die sind nämlich relativ schick modelliert. Bringen den Touch von den 80ern und 90ern gut rüber. Sind ein bisschen schärfer aufgelöst. Also das passt aber ins Bild. Aber dann passt die Umgebung eigentlich nicht. Also die haben hier so zwei Stile gemixt. Und das verwirrt mich, denn einerseits, wenn ich die Umgebungsgrafik sehe, denke ich an Virtual Racing, wenn ich das Fahrgefühl vor mir habe. Denn Virtual Racing war tatsächlich, deswegen gab es auch Polygon-Grafik, ja, ein 3D-Racing-Spiel. Also es war relativ realistisch. Man hatte wirklich modellierte 3D-Fahrzeuge. Anders als diese 2D-Racer wie halt Outrun, an das dieses Spiel hier angelehnt ist. Und deswegen verwirrt mich das ein bisschen, weil vom Fahrverhalten ist es typisch Outrun. Oder halt die ganzen anderen. Ich glaube, es gab auch ein Spiel, das hieß Lotus Challenge oder so. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Das hatte ich sogar auf dem Atari vor gefühlten Jahrhunderten. Also es ist gar nicht so einfach. Falls das einfach aussieht, muss ich sagen, nee, das täuscht. Und man kann die Strecke halt auch nicht so gut einsehen. Aber hier gab es auch nicht viel Benzin, was ich einsammeln konnte, ne? Jetzt hier nichts über. Aber wieder Fünfter geworden. Also irgendwie mehr geht hier auch nicht. Habe ich das Gefühl. Im Moment reicht es nicht für mehr als Platz 5. Könnte auch daran liegen, weil, wie ich im Menü gesehen habe vorhin, kann man ja Upgrades freischalten. Aber mit je mehr Benzin man ins Ziel kommt, desto mehr Punkte darf man übernehmen. Gar nicht mal schlecht gemacht eigentlich. Gar nicht mal schlecht gemacht. Das gefällt mir, das ist motivierend. Man hat eine Belohnung dafür, wenn man mehr Token einsammelt und man ein bisschen auf Risiko vielleicht geht. Finde ich gar nicht mal schlecht. Das Einzige, um das nochmal abschließend jetzt auch zu sagen, was mich ein bisschen verwirrt, ist der Polygon-Look von der Umgebungsgrafik. Das passt mir nicht so sehr. Sollen wir nach Los Angeles? Ich finde das cool. Los Angeles könnte man jetzt nochmal 5 Runden. Das sieht mir nach einem langen Rennen aus. Und wir testen einfach mal ein anderes Fahrzeug. Das sieht aus wie eine Viper. Und Viper war für mich früher immer blau-weiß. Finde ich auch ganz cool, dass es eine riesen Fahrzeugauswahl wohl gibt. Der Look allein hier schon wieder ganz anders. Es hat wirklich was von LA. Das haben die ganz cool rübergebracht. Ich versuche es jetzt mal mit dem Analogstick, ich habe die ganze Zeit mit dem Steuerkreuz gespielt. Vielleicht funktioniert das ja besser.
Ansonsten so vom Gameplay ist es ganz witzig. Ich weiß nicht, wie fordernd das sein kann oder spaßig, wenn man es jetzt zu viert spielt oder zu zweit zumindest. Ob das so ein Fun-Racing-Spaß hervorrufen kann. Im Moment wage ich das zu bezweifeln. Also ich sehe das nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen. So für zwischendurch, für alleine ist es ganz witzig. Die Grafik ist ganz cool. Trotz meiner Kritik an den zwei Grafik-Looks, die das Spiel versucht zu verbinden. Das würde ich definitiv kritisieren. Aber ansonsten, ich finde es ganz geil, dass das so richtig oldschool aussieht. Es kommt sehr viel Retro-Charme rüber. Vor allem die Hintergründe, die sind für mich das Geilste daran. Musik ist in Ordnung. Oh, das war ein fetter Crash. Also hier alleine die Hintergrundszenerie, das sieht richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass das Rennen länger ist, aber es läuft besser als in den anderen Rennen. Ich bin Dritter. Wollen wir hoffen, dass das so funktioniert jetzt. Ich glaube, ich habe alle Token eingesammelt und bin im Ziel als Dritter. Ich bin zum ersten Mal auf dem Podest, Leute. Schlecht ist es nicht. Es ist ganz witzig. Mein erstes Fazit oder mein erster Eindruck vom Spiel und da schlage ich wieder die Kerbe, was ich und jetzt schließe ich den Kreis, was ich eingangs gesagt habe bei diesem Suited Gaming. Was möchte ich mit diesen Suited Gamings in Zukunft machen? Meine Suited Gamings werden eine Mischung aus Let's Plays sein, die man so aus dem Netz kennt. Vielleicht mit bisschen weniger Blabla. Aber vor allen Dingen werde ich sie, wie der Name sagt und wie das auch bei Days Gone schon der Fall war, auch cutten. Ich werde also, ja, vielleicht langweilige Szenen oder wenn es zu lange in den Menüs ist, auch einfach mal wegschneiden. Aber habe vor allen Dingen vor, euch einen Eindruck eines Spiels zu geben und zu sagen, was mir so auffällt und was ich vielleicht gut finde oder schlecht finde vom Ersteindruck. Also es ist gar nicht mal so unfordernd, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Also es fordert schon so ein bisschen, ist nicht so einfach. Also man ist das einfach nicht mehr gewohnt, diesen Stil. Aber mein Ersteindruck im ersten Suited Gaming von Horizon Chase Turbo ist, es ist spielenswert, es macht Spaß, es ist für jeden, der sowas auch schon früher mal kannte, der vielleicht nicht erst irgendwie 16 oder 18 ist und mit solchen Spielen nie in Berührung kam, ist es eine ganz schöne Erinnerung an die damaligen Zeiten. Aber vom Ersteindruck her kann ich mir nicht vorstellen, dass das Spiel mich länger als 2-3 Stunden reizen wird. Vielleicht wird es in Zukunft noch ein Suited Gaming geben, vor allen Dingen vielleicht in Kombination mit mindestens einem weiteren Mitspieler. Das würde ich ganz gerne testen, wenn das irgendwie möglich ist, dass man das mit mehreren spielt. Aber das werden wir dann in Zukunft sehen. Ich freue mich, dass ihr da wart und ich freue mich, euch bald bei den nächsten Videos wiederzusehen. Bis bald.